Herzlich willkommen bei S21 Bau-TV. Ja, die meisten kennen schon diesen Blick. Wir stehen auf dem alten Rosensteintunnel, direkt über dem Portal. Man sieht es hier an der Mauer. Und schauen auf alte und neue Rosensteinbrücke. Und wer es verfolgt hat in der Presse, die neue Brücke ist in ihrer endgültigen Position. Das heißt, Taktschubverfahren ist ab jetzt beendet. Und auf beiden Seiten werden noch die letzten Teile montiert. Ich glaube, die Straße drüben heißt Schöne Straße in Bad Cannstatt. Wenn ich das jetzt verwechselt habe, dann bitte in die Kommentare schreiben. Und da kann man an dem roten Baustellenholzverschlag sehen, es wird eine Schutzbrücke über die Straße gebaut und dann wird die Brücke darüber errichtet. Und das Widerlager kann man nicht gut sehen, da ist der Isolator im Weg. Also bei dem Zoom zu laufen ist vorprogrammiert, dass es wackelt. So, aber genug gelaufen, jetzt wird geschwenkt. Einmal die neue Neckarbrücke entlang. Um ganz genau zu sein, einmal der neuen Neckarbrücke entlang. So, wir sind einige Meter weiter und sehen auf die Einhausung. Und ja, die Endstücke der jetzigen Brücke kann man schön links sehen. Und ab hier geht es dann weiter nach links in den zukünftigen Rosensteintunnel. Aber wir schauen uns jetzt mal erst noch das Bild an. Und dann kann man nochmal nach links schwenken. Und wie gerade erwähnt, dieser Teil muss noch überbrückt werden bis zum Portal, das wir dann hier erleben werden. So, wieder ein Stück weiter, direkt vorm zukünftigen Tunnelportal. Und der schwenkt nach rechts auf die Brücke.
Die Zwischenpfeiler sind ja auch schon sehr lange hier. Die wurden schon gebaut, als das ganze Projekt hier begonnen hat. Und da kann man sich jetzt sehr schön vorstellen, wie dann die Brücke auf den Vieren noch aufliegt und dann bis zu uns rüber verlegt ist. Wir machen einen kleinen Abstecher zum Rosensteintunnel, der Straßentunnel B10. Ja, da hast du recht. Genau hier war ja die Haltestelle für die U-Bahn Wilhelma. Die ist ja jetzt direkt vor die Wilhelma gesetzt. Und hier sehen wir die Armierung der Bodenplatte für den Zufahrt zum Rosensteintunnel. Wir sind jetzt hier auf der alten Treppe und rechts neben uns wird das Portal sein und dieser Weg ist natürlich dann mitten im Weg, der Weg ist im Weg und deswegen wird hier ein neuer gebaut werden und ich denke, diese roten Markierungen hier, die zeigen an, wie die Verlegung stattfinden wird. Hier habe ich gerade noch was entdeckt, und zwar wird ja von hier aus gesehen nach rechts der Fahrrad- und Fußgängersteg, der unten dran befestigt sein wird, ausgeschwenkt und deswegen wird er in diesem Bereich ankommen und da ist ein Cat dabei, denke ich zumindest. Vorbereitungen für ein Fundament einer Stütze zu machen. Neue Brücke und Kabelberg
darf gleich ausgedruckt werden zur Postkarte. Und wir gehen weiter zum Widerlager auf Bad Cannstatter Seite. Zumindest zoom-optisch. Aber nicht nur das. Unser kleiner Spaziergang geht weiter. Nächster Blick wird von der Wilhelma aus sein, also Bereich Haltestelle Wilhelma. Das heißt, von dort. Mittlerweile sind wir unten angekommen, kurz vor der Wilhelma. Jetzt nochmal einen Blick zurück auf die Brücke. Hier ist ja das erste Element, das nicht im Taktschubverfahren oder am Taktschubverfahren beteiligt war, sondern in die andere Richtung wächst, also Richtung Tunnelportal. Und da sieht man die endgültige Form, wie es dann auf dieser schlanken Stütze ruht. Nochmal im Vergleich zur Visualisierung. Man sieht hier diese Ablage von der Hauptstütze und dann gibt es noch zwei Stützen. Ich weiß jetzt nicht, ob die dritte hier noch eine Stütze ist oder direktes Widerlager, kann ich nicht direkt erkennen, aber geschätzt ist es das Widerlager. Und das bedeutet für uns, wenn die U-Bahn durch ist, das bedeutet für uns, in der Einhausung ist der dritte große Posten. Und hier unten auch die Stütze dazu zu sehen. Diese runden Stahlbetonträger, die kommen wieder weg, die halten nur die Plattform. Na, genau die. Und wir haben gesagt, zwei Stützpfeiler, das heißt der hier. Und diese Serie. Und das nächste ist dann schon das Widerlager. Wenn man das von oben, von unserem letzten Blick genau beobachtet, dann sind es hier vier. Und hier sind es drei. Und hier ist der dritte, der mittlere, eben extrem dicker ausgeführt worden. Und hier sind alle drei gleich schlank, weil es entsteht ja hier ein Split. Das heißt, die zwei Fernbahngleise gehen nach links in die linke Röhre und die beiden Fernbahngleise in die rechte. Also wird schon auf der Brücke das ein bisschen auseinander gezogen.
sieht so aus, als würde der erste Zug schon fahren. Und interessant finde ich hier auch noch der Rückbau im Neckar. Da musste ja für die Bauarbeiten der Fundamentierung quasi eine zweite Mauer außenrum gesetzt werden. Und die ist komplett entfernt. Auch die Zwischenstütze hier im Neckar schon einige Zeit weg. Die war ungefähr hier. Weiter geht's. Wir haben den Neckar überquert und ich bin beeindruckt. Das ist das erste Mal, dass ich die Brücke hier so sehe. Deswegen habe ich auch jetzt schon die Kamera eingeschalten. Und wir laufen einfach mal drauf zu. Sehr schön zu sehen, wie sie hier über den Fußgängerweg schwebt und auch diese Arbeitsplattform gar nicht berührt, sondern da frei in der Luft steht. Unter der Arbeitsplattform sehen wir die nächsten Stützen. Ich zoome mal rein. So, hier der mittlere. Und im Hintergrund das Widerlager.
von wegen Inbetriebnahme in einigen Jahren. Sie ist schon in Benutzung. Danke fürs Zuschauen und bitte Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Ich schau mal, ob ich jetzt noch mit der S-Bahn Richtung Stuttgart zurückfahre und dabei von oben auf die neue Brücke filme. Hier links sehen wir die alte Brücke, mit der würde ich dann rüberfahren. Falls es nicht klappt, sage ich jetzt schon mal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao! Also, wir haben doch noch was, und zwar sind wir jetzt über die schöne Straße gegangen und haben hier links ja die Brücke, um die Brücke zu bauen. Also diese Schutzbrücke über die schöne Straße. Und noch ein bisschen weiter links. Das Widerlager. Wenn ich so recht überlege, diese linke Spitzwand oder mit Spitzbeton abgestützte Wand, die haben wir einige Mal schon gefilmt, aber das Widerlager war vor meinem Urlaub beim letzten Video überhaupt noch nicht vorhanden. Ist also ganz schön schnell in die Höhe geschossen. Und da gehen wir doch einfach mal um diesen schönen Wiesbauer herum. Schauen uns das noch weiter an. Und beim Widerlager erkennt man auch das typische Design der neuen Brücke. In der Mitte tiefer und dann ansteigend zu den beiden seitlichen Pfeilern.
Ja, da freue ich mich ja schon auf den nächsten Halbmarathon in Stuttgart. Da geht es ja hier immer durch. Und dann können wir das noch näher anschauen. Aber jetzt erst noch mit der Kamera, das reicht auch gut. Also, wir haben doch noch Gelegenheit. Nach Herrenberg. Nächste Station, Hauptbahnhof. S1 to Herrenberg. Next Station, Main Station. Wir haben doch noch Gelegenheit, die Brücke während der Fahrt zu filmen. Und jetzt geht's los. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Next station, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.